Hallo, na ihr geilen Fickers. Da sind wir mal wieder bei einer weiteren Runde über halbe Schnicke der Hage, ne? Und Dave ist auch dabei. Geils! Ich versuche gerade ein bisschen mein So. Dings zu sortieren. Ich kann den grünen Tanktop eigentlich auch Wir sollen wegschmeißen. langsam hinmachen, weil es ist 21 Uhr und nachts rennen die Zombies, ja? Das weißt du schon. Ja, also rennen wir jetzt auch mal raus. Wo kommen wir her? Wo müssen wir hin? Weiß ich nicht. Ach hier. Gut, Ach dann ja. auf nach Heimat. Durchs Dorf irgendwie durch. In der Hoffnung, dass da Ja, ich keine habe das so ein Zombies bisschen sind. markiert. Also du siehst ja, wo das Bett ist bei dir. Ja. Oh Gott, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Scheiße, 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 scheiße. Ja, wir haben so ein bisschen die Zeit verplant. Ja, das ist es halt. Um 22 Uhr Sonnenuntergang, glaube ich, immer circa, oder? Ja, kann gut Hunde? Nee, mit, außen lang. nicht da lang. Ich habe jetzt keinen Bock auf Hunde. Aber mal quer durch hier. Toll, 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 toll. Wir Das kriegen ist das mal auch hin! weit gelaufen. Wir kriegen das hin! Ja, wir wussten nicht, dass dann. Wir sind einfach ein bisschen kreuz und quer durchs Dorf und dann haben wir gesehen, oh, guck mal, da hinten ist so ein Häuschen und dann haben wir da die halbe Nacht, einen halben Tag in diesem Haus verbracht. Scheißendreck. Ja, so ungefähr. Aber wir sind bald zu Hause. Viel ist nicht mehr. Schnell weg hier. Noch ein paar Steine mitnehmen. Ach, scheiß drauf. Renn, 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 renn. Nein! Ich habe Ich keine will nicht Ausdauer sterben, mehr. Jonathan! Wie du angewackelt kommst. So, ein bisschen was trinken erstmal hier. So. Ich bin nicht durstig. Ja. Sagt er jetzt. Gleich weint er wieder. So, schnell hinter. Noch ein bisschen Tasse Kram Mehl. sammeln. Lecker, 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 Stimmt. lecker. Mais, Mais, Korn kann Mais. man immer gebrauchen. Ja, um die Nacht zu überleben. So, schnell rein da. Da Oh kommt sie Gott, oh schon! Gott. Ah! Ah, mach die Tür zu! Oh, Alter! Alter Schwede! Wie lange hält diese Tür, ist die Frage Ja, jetzt. ich hatte auch mal. Die Tür hält da schon ein bisschen. Oha, jetzt haben wir gerade irgendwie Internetprobleme gehabt. Ich oder du, keine Ahnung. So, erstmal Ja, du lässt auch gerade ein bisschen. alles in die Box schmeißen, erstmal. Alter Schwede, warum Und leckt gerade es? nur. Krass, es leckt mega. Keine Ahnung. Alter, finde ich. Glaube, das ist der Teamspeak-Server, oder? Nee, kann ja gar nicht sein. Der läuft ja stabil. Du lebst gerade. Ja, ich weiß. Du aber auch. Ja, ich weiß. Mein Teamspeak ist aber eigentlich in Ordnung. Ich sehe es auf dem zweiten Monitor. Da! Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Komisch. Funkverkehr hat aufgehört. Alter, das war ja jetzt aber echt das Resident Evil Feeling, du. Auf jeden Fall, ey. Die scheiße Filter da unten. Headshot! Er ist tot, oder? Ja. So, ihr Mistviecher. Was schlägt denn hier noch dagegen? Da unten ist eine Alle. Bums! In den Schädel geschossen. Hey. Durch diese Mobile Spotlights, wenn man so übers Feld guckt, das ist schon echt gruselig, Mann. Also in echt würde ich mich hier einscheißen im echten Leben. Du leckst schon wieder. Echt? Ja. Aber ich habe TS voll. Ja, aber es laggt. Oh Mann, oh. Warum auch immer gerade? Du laggst bei mir komischerweise gerade nicht. Ja, du jetzt auch nicht. Ja. Du jetzt ruhig. Muss ich jetzt gerade kacken gehen. Aber es sieht schon geil aus mit diesen Lichtern. Ja, definitiv. Also die Grafik hat sich schon stark gesteigert. Was die aus der Engine rausgeholt haben, ist schon enorm. Dafür läuft es noch relativ gut, muss ich sagen. Ja, allerdings. Und es ist aber immer noch Early Access und Beta. Also ich glaube, habe auch das Gefühl, es wird nie ein Alpha. fertiges Spiel. Alpha, ich habe auch das Gefühl, es wird nie ein fertiges Spiel. Es ist jetzt schon 2 Jahre in der Alpha, wenn nicht sogar noch länger. Nimm den Schwanz, das Modul schon wieder. Ach, scheiße. Du auch. Was denn da los, ey? Da war ich. Mano! Matzen. Muss ja nicht sein. Scheiß TeamSpeak. Erstmal. Über Skype haben wir die Probleme nicht. Wollen wir uns Skype anrufen? Wir beenden kurz die Aufnahme. Ja, dann machen wir kurz einen Cut und dann geht's. Okay, bis gleich. So. Wir sind lagfrei. Ja.
Und ich wundern, Luna ist gerade übelst laut auf meinem. Ja, weil Skype ist so, ist lustig. Okay. Gut, dann müssen wir gucken, ob wir jetzt die Nacht hier überstehen. Wir können ja mal gucken, ob wir uns entweder ein bisschen sortieren oder Action machen oder reden über dies und das. Mal wieder entspannt ein Thema aussuchen. Gibt es da irgendwas, worüber du mit mir reden willst? Ich hatte irgendwas im Kopf. Ich kann hier immer noch nicht durch, nee. Merkwürdig. Ist immer noch das unsichtbare Mauer hier. Du bist einfach zu fett. Aber das ist hier diese Ecke. Das ist nur so ein. Das ist nicht mal ein ganzer Block, das ist wirklich nur hier so ein Stück und dann hier. Ja, keine Ahnung. Aber was können wir denn mal reden? Ich hatte irgendein Thema. Ich letztens auch, aber frag mich was Leichteres, ey. Ich wollte dich da irgendwas fragen, aber was war das? Geht's um YouTube oder um Real Life? Ich weiß es nicht mehr. Real Life haben wir ja momentan sowieso alle nicht mehr. Nee, das, also momentan bin ich auch so ein bisschen eingespannt. Ja, das ist diesbezüglich. Halt. Aber es liegt auch wirklich an die ganzen Marketing alles und das ganze Zeug, was halt so alles... Marketing? Ja, so ein bisschen den Kanal, so ein bisschen weiter ausbauen, Kontakte knüpfen und so weiter und so fort. Dave macht sich Kontakte. Ich bin ja momentan eher auf dem Solo-Trip, ich habe ja zu gar keine mehr Kontakte. Ich bin auch fast nie auf dem Teamspeak. Und ehrlich ist, bin ich momentan wirklich ein Einzelkämpfer. Ich und Vanessa und Real-Life-Freunde vielleicht nur und das war's eigentlich schon. Einfach, weil mich in letzter Zeit sehr viel ein bisschen angekotzt hat, muss ich sagen. Also sehr viele Sachen und ja, ich weiß, dass ich auch nicht immer Unschuldslamm bin, weil ich auch sehr viele Menschen enttäuscht habe, aber was da momentan abgeht, ist einfach Kindergarten. Das ist einfach Kindergarten bei vielen Sachen. Nicht auf dem Teamspeak, aber allgemein auf YouTube. Ja, da gibt's vieles, was da so ein bisschen... Ich weiß aber auch alles mitgenommen. Sehe ich gerade bei dir, du hast alles mitgenommen einfach. Ja, ich habe alles... Oh, bei der Hans ist leer. Ja, eben. Die Mitte ist auch so. Ich habe wirklich einfach alles eingepackt, was man mitnehmen kann. Man kann ja aus allem irgendwann später mal was craften, bestimmt. Du bist also mehr der einsame Wolf geworden. Ja, ich mach kaum noch together, du bist jetzt einer der Einzigen hier. Und mir tut's ja auch leid um die Leute, die halt darunter leiden müssen, dass ich jetzt mit anderen längst mehr mache, aber ich weiß nicht, irgendwie packt's mich einfach gerade nicht mehr so, irgendwelche Spiele anzufassen, mit denen ich irgendwie mit anderen Leuten, weil entweder klappt dann irgendwas mit der Qualität nicht oder, ach, keine Ahnung. Ja. Obwohl, 7 Days to Die Qualität. Wir haben schon gewisse Qualität, also zumindest im Audio- und Videosektor. Ja, das ist sowieso. Qualität. Ja, inhaltlich natürlich jetzt nicht. Wie gesagt, ich will ja auch mal wieder Minecraft machen, aber ich fange dann erstmal alleine an. Auf meinem Privatserver, den ich dann auf meinem PC einrichte wieder. Ja. Das andere Projekt hat ja von und hinten nicht funktioniert, eben auch, weil ich dann danach aufgehört habe mit YouTube. Und von da wieder irgendwelche Leute ankommen und dann irgendwie irgendwas vorhaben und das funktioniert alles nicht. Ich bin kein zuverlässiger Mensch, von daher mache ich das Projekt nur für mich, ohne andere Menschen. Ja, aber, weil der Einzige, auf den ich mich verlassen dann muss, bin ich selbst. Eben, ja. Und wenn ich dann Bock habe, was aufzunehmen und spontan Leute mitmachen, dann ist es was anderes, als wenn ich Leuten was verspreche, dass wir aufnehmen und dann nicht erscheine. Wie es halt oft der Fall ist, weißt du? Du kannst ja auch nicht davon singen. Wie lange haben wir jetzt schon wieder versucht aufzunehmen? Seit 3 Wochen? Keine Ahnung. Ja, so circa. Und jedes Mal lag es an mir. Obwohl, einmal haben wir es beide verpennt, glaube ich. Abi ist verpennt, ja auch. Das kann aber, das ganz ehrlich, dienstags 15.30 Uhr ist halt so eine Uhrzeit, da ist man gerade so mitten im Flow, weißt du? Aber man denkt, scheiße, schon 17 Uhr? Ich habe den Date vergessen. Ja, ich hatte aber auch an dem Tag, da hatte ich zu viel zu tun. Und abends habe ich dann gemerkt, Moment mal, war heute nicht Dienstag? Passiert. Ja, mein Gott, aber ist halt okay, weißt du, passiert, da hat man halt mal nichts und dann, keine Ahnung, aber ich find's halt immer, weiß ich nicht, gut, ich mache halt Leuten auch immer dann, aber aktuell habe ich darauf gar keine Lust mehr, deswegen ziehe ich mich von allem zurück, was irgendwie ansatzweise mit Termin zu tun hat. Ja. Ja, ich bin aber auch mittlerweile so, also ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Wann, wie, wo, Punkt. Das ist einfach bei mir so. Weil irgendwie, wenn ich mich da irgendwie nach anderen richte und alles, dann ist das vielleicht irgendwie dann, machst den und den nach und nee, ist, ja. Sowieso. Weißt du, weißt du. Dieses, du machst jemanden nach, ist ja auf YouTube sowieso das Dümmste überhaupt. Du hast das von den und den geklaut. Ist lustig, wie dann Leute jetzt ankommen und unter meinen Videos Namen von anderen YouTubern schreiben, als hätte ich irgendwas von denen geklaut. Ich mir denke, ganz ehrlich, ich war der erste deutsche Horror-Let's Player, der durchgehend FSK 18 Horror gemacht hat, ohne seinen Kanal zu löschen oder ohne angeblich gehackt worden zu sein. Ja. Und viele andere auch, die angeblich gehackt wurden, ganz ehrlich, die haben einfach keinen Bock mehr gehabt. Ja, ja. Niemand lässt sich dreimal am Stück hacken. Und vor allem ist ein YouTube-Kanal nicht mehr hackbar. Doch schon ist er immer noch, aber da muss man schon ziemlich krass sein. Markiplier wurde ja gehackt. Markiplier, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Markiplier,
Der wurde ja gehackt. Aber nicht zu bösen Sachen. Also es wurde nichts gelöscht oder sowas. Im Prinzip hat man einfach nur seine Finanzdaten geleakt. Mhm. Man weiß ja jetzt, was der im November 2015 verdient hat. Das war der letzte Auszug, den man bekommen hat von ihm. Du willst das nicht wissen. Doch, erzähl. Alleine im November. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine 0,3 oder eine 0,8 am Ende war. Auf jeden Fall irgendwie alles eine Kommastelle danach. Es war auf jeden Fall zwischen 1 und 2 Millionen Dollar. Alleine nur im November. Alter. Das ist krass, oder? In einem Monat, und das ist noch nicht mehr der stärkste. Das ist ja auch noch, der Dezember kommt ja auch noch. Der kriegt ja nochmal einen Schub. Der muss im Dezember mindestens 2 Millionen verdient haben. Der verdient in einem Jahr bestimmt 5 Millionen oder sowas. PewDiePie genauso. Nettoeinkommen von ihm sind 10 Millionen oder sowas pro Jahr. Oh, Alter. Netto, auf die Hand. Hat man ja auch schon. Also er musste es ja irgendwann mal freigeben, glaube ich, wegen, ich weiß gar nicht genau, was das war. Ich weiß auch gar nicht mehr. Und das ist ein scheiß Köter. Aber das ist übel. Kopfschuss tot. Das ist echt krass. Das ist. Da wünscht man sich ein amerikanischer YouTuber zu sein, weil die haben einfach die größte Reichweite. Oder halt eigentlich Videos zu machen. Nee, in Deutschland bringt das nichts. Echt nicht? In Deutschland, das liegt einfach an der Staffelung mit dem, wie es gelistet wird in den Ländern. PewDiePie hatte Glück, dass er so viel Erfolg hat, weil er englischsprachige Videos macht, aber eine schwedische IP hat. Ja. Weil dadurch, dass er englischsprachige Videos macht, hat er automatisch eine höhere Audience erreicht, weil es gibt ja in Schweden sowieso keine Let's Player. Oder es gab zumindest zu dem Zeitpunkt wenige Let's Player. Stimmt, ja. Und dadurch ist er automatisch im Gaming-Sektor auf Platz 1 gerückt und die Top-Leute der Länder werden sowieso immer höher gerankt in den einzelnen Listen. Und ja, deswegen hat er einfach die internationale Bandbreite viel besser erreicht als, sag ich mal, ein Deutscher, weil der deutsche Markt ist nach dem amerikanischen Markt der umkämpfteste. Ja, ja, klar. In Amerika bist du auch nicht erfolgreich, wenn du 20, 30, 40.000 Abonnenten hast. In Deutschland bist du ja mit 20, 30, 40.000 schon ein gewisser Name, sagen wir es mal so. Du bist aber keine Größe. Ja. Ab 200.000 ja. kannst du in Deutschland davon sprechen. In Amerika bist du mit 200.000 eigentlich Durchschnitt. Ja. Aber ich sag mal so, noch besser wäre es natürlich Österreicher zu sein. Weil die kriegen am meisten Geld. Allerdings, ja. Die Österreicher, ich sehe ja auf YouTube, kannst du ja mal gucken, welche Länder haben die höchste CPM weltweit. Mhm. Oder zumindest welche Länder von denen die Leute, die dich gucken oder sowas. Und bei mir ist an erster Stelle Österreich, dann kommt Deutschland und dann kommt, glaube ich, England. Oh, Österreich ist einfach mal fast doppelt so hoch wie Deutschland. Boah, das ist krass. Die kriegen pro 1000 Klicks 5 Dollar oder so und in Deutschland kriegst du 2,8 Dollar oder so pro 1000 Klicks. Mhm. Darf man ja zwar nicht veröffentlichen. Ja, aber. Aber das ist halt so ein Wert und man darf halt nicht vergessen, das ist ja nicht pro Klicks, sondern auch noch, wie viel wird dein Video am Stück durchgeschaut, wie viele ohne Adblocker, das ist ein Wert, den kannst du so nicht mehr berechnen. Also was Dingsbums da ausspuckt, ist totaler Mumpitz. Mhm. Social Blade. Ja. Weil Zuschauerbindung bzw. Reines Gucken, also es kommt nicht mehr darauf an, wie viele Klicks hast du, sondern wie viele Minuten wurden geguckt von deinen Videos. Wenn du 5000 Klicks hast, aber nur eine Minute pro 5000 Klicks geguckt wird, hast du nur 5000 Minuten. Wenn du aber ein 30-Minuten-Video hochlädst und 5000 mal 30 hast, dann ist das wesentlich mehr wert für YouTube und deswegen kriegst du wesentlich mehr Geld von YouTube, als würdest du 5000 Klicks haben, weil dadurch bringen Klick-Generatoren auch nichts mehr. Das ist das Vorteilhafte. Das bringt dir einfach finanziell nichts. Früher konntest du damit bescheißen. Das stimmt allerdings, ja. Nett. Das kannst du wissen, wa? Wusste ich noch gar nicht. Ich habe mich letztens auch gefragt, warum ist denn mein Video so weit unten, obwohl Leute mit viel weniger Klicks viel weiter oben sind. Und da habe ich mal geguckt, man kann ja bei den Leuten auch die Statistiken angucken. Bei mir, ich habe es rausgenommen. Eben aus solchem Grund, damit sich Leute nicht mit mir vergleichen können. Habe ich die komplette Statistik rausgenommen und ich habe geguckt, der hat zwar vielleicht nur 200 Aufrufe und ich habe vielleicht schon 2000 gehabt, aber bei mir haben sie alle nach einer Minute abgeschaltet und bei ihm haben sie bis zum Ende durchgeguckt. Das ist natürlich für YouTube viel mehr wert. Deswegen ist er einfach höher gelistet worden. Das heißt, nicht auf die Klicks achten, Leute, sondern einfach, wie lange ein Video geguckt wird. Im Endeffekt ist es sogar jetzt, wenn man dran denkt, Leute, es gibt Leute, die klicken auf deine Videos, geben Like, machen es wieder zu, weil sie denken, sie unterstützen dich. Das bringt das Gegenteil. Ihr schadet uns damit mehr, als ihr uns unterstützt, im Endeffekt. Zumindest finanziell. Und view-technisch. Also das heißt, wenn ihr nur reinklickt, liked und wieder zumacht, rutschen wir in der Suche nach ganz unten und uns finden keine neuen Leute mehr. Das heißt, wir verringern unsere Chance, neue Abonnenten zu kriegen. Indem ihr nur liked und dann zumacht, verringert ihr unsere Chance, Abonnenten zu kriegen. Ihr seid schuld daran, dass unsere Kanäle nicht wachsen. Ihr Mistgestalten. Was? Ihr Fotzensöhne. Nee, aber gerade wusste ich noch gar nicht. Das wusste ich jetzt bis vor kurzem auch nicht. Das habe ich mal, wie gesagt, wenn man sich damit mal ein bisschen ein paar Tage beschäftigt, das habe ich alles gemacht, während ich jetzt ein bisschen Pause hatte. Mhm.
Ja, ist krass. Aber ist echt krass. Muss ich mir Die Nacht ist ganz schön lang. Es ist wirklich ein reiner Lava-Part. Vormerken, ja, ja gut. Nee, aber ja, wie gesagt, ist mal interessant zu wissen und deswegen verdienen so Leute wie Markiplier auch extrem viel Geld, weil bei ihm gucken die Zuschauer, er hat eine relativ junge Zielgruppe, meine ist mittlerweile gewachsen. Früher hatte ich 13- bis 17-Jährige hauptsächlich und jetzt habe ich 18- bis 35-Jährige. Ist krass, vor allem Menschen. Menschen, vor allem ja. Keine ja, Hunde Mensch, und Katzen, was? Männer. Frauen sind keine Männer, Menschen. Ja, ich frage mich warum. Früher hatte ich mehr Weiber, also 13- bis 17-Jährige Mädels. Ja. Und jetzt hat sich das genau gewandelt. Jetzt habe ich die 18- bis 35-jährigen Kerle. Danke. Toll. Ich frage mich, warum. Nicht an dir. Du siehst die ganzen Schwulen an. Ja, ich mag schon. Die dir schon deinen Arsch wieder ausstreckst. Komm ran, Baby. So, ja, jedenfalls, ja, gut zu wissen. Ja. Nee, wie generell, ich will auch schon ein bisschen jetzt ein bisschen mehr steigen und Kontakte knüpfen und alles, weil ich schreibe ja schon aktiv. Oh, ich muss mal ganz kurz strecken, Entschuldigung. Hast du denn schon Kontakt irgendwie zu Leuten, die cool drauf sind? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also mit Tyrofin zum Beispiel schreibe ich öfters über Twitter, so auf ihren Posts, so. Okay. Ja. Dann habe ich... Gut, sagen wir es mal so, Kontakte, mit denen du auch regelmäßig Privatkontakt hast. Das ist jetzt wichtig dann, für mich. Dann wäre es nur Jana. Wer ist Jana nochmal? Die Freundin von Holly LP. Ach echt? Wie kommst du denn an die Freundin von Holly LP? Ich weiß nicht, wir haben auch früher über Twitter so geschrieben und ich bin ja nicht so, der so macht, ah Jana, ich bin ein Kind von dir, weißt du, so Fanboy-mäßig, weißt du? Das kann ich auch nicht. Bin ich ja nicht. Ja, sondern ich schreibe einfach frei Schnauze drauf los. So, und so hat sich das halt so ein bisschen entwickelt, so haben wir ein bisschen geschrieben, dann auch privat geschrieben und ja. Hm? Hab dann auch ihre Handynummer. Ihre Nacktfotos bekommen. Nein, um Gottes Willen. Ja, aber Holly ist noch ein korrekter Typ, einer der wenigen Leute, ja, die aber trotz gesagt, ihrer Größe nicht so extrem abgehoben sind. Wie viele andere leider, die irgendwann was erreicht haben, aber nicht mal unbedingt übererfolgreich sind, sondern einfach so im Mittelfeld sich bewegen und jetzt total versnobbt sind und von oben herab einbehandeln. Und ich denke, ja, ganz ehrlich, du kannst es dir auch nicht lange leisten. Ja, eben. Das ist. Ja, aber das ist, sie ist halt wirklich die Einzige, wo ich halt wirklich privat erstmal Kontakt habe. Alles klar. Ich sogar gar nicht mehr, wie gesagt. Ich habe jetzt zu allen den Kontakt abgebrochen. Und was. Mich was mag jetzt nochmal. Mehr. Ja, ich mag dich auch nicht. So. Ich hab's halt mit den meisten Leuten wirklich verkackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach, weil ich mal meine ehrliche Meinung gesagt habe, statt den Leuten immer in den Arsch zu kriechen. Das mag heutzutage auf YouTube keiner mehr hören. Ja. Keiner will ehrliche Meinung haben. Ja, das ist echt. Die Leuten immer schnell in den Arsch kriechen. Ja. Das ist leider so. Nee, zwecks Kontakt und so. Was heißt Kontakt? Also Kontakt ist es jetzt noch nicht so wirklich, aber ich habe vor ein paar Wochen habe ich mit Tamiro, mit dem ich jetzt halt auch öfters Koops mache, WWE und bla 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 und mit Nordi, die halt so eine Krebsaktion am Start haben, habe ich letztens im Stream, ja, da hat er gestreamt, also Tamiro und alles. Und haben wir halt so ein bisschen The Division, The Division gezockt. Und da hat er dann Nordi so geschrieben, du, Ranzreiter, ihr, ihr sollt da ins TS. Und ich so, wie, was? Okay. Und da hat er auch gestreamt, also Stefan. Und da habe ich dann mit Stefan eben und auch mit Tamiro eine Stunde oder zwei The Division gezockt. Im Stream. Cool. Und das war auch schon so ein Ding, wo ich dachte, huiuiuiui. Ja, Ranzorade. Ich kann mich auch erinnern, dass er noch ein ganz kleiner Wicht war. Aber der ist relativ schnell steil gegangen. Er hat doch anfangs Battlefield-Kommentare gemacht, oder nicht? Nee, da hat er alles schon immer so gezockt und dann nebenbei gelabert. Was das war schon immer so. Was hat, Commentaries oder? Nee, so Live-Kommentare, also so zocken Battlefield und nebenbei quatschen, wie wir es halt so machen. Ja, aber, halt aber, so Battlefield ist, aber Battlefield halt, das wollte ich gerade sagen. Battlefield, genau. Es ist, ja, es ist dann quasi ein Live-Commentary gewesen, statt ein genau, komm, Nachhinein. Genau. Ja, Live-Commentary, das hat er auch schon immer gemacht. Finde ich auch, ehrlich gesagt, besser, weil dann ist nicht so viel geschnibbelt. Man hat ein bisschen was mit dem Spiel zu tun. Ich habe auch mal mich an Commentaries gewagt, aber ich habe gemerkt, das Format macht mir gar keinen Spaß. Ich bin eher so der Live-Mensch. Ja, eben. Und ja, das war halt auch so ein cooles Ding, muss ich sagen. Ja. Nicht schlecht. Was auch wirklich geil ist. Wenn ich da wirklich jetzt von Tamiro und Nordi jetzt sprechen würde, zum Beispiel, was die für Kontakte geknüpft haben, auch dank dieser, ich sag jetzt mal, durch dieser Krebsaktion, die halt laufen haben.
alter Finne. Ja, ja, die sind ja richtig hoch bis ins Weiße Haus quasi. Die haben schon einige Leute da sehen können, weil es ja halt auch eine großartige Sache ist, wenn die Spenden auch wirklich ankommen. Ich kenne die nicht. Ich vertraue denen jetzt mal, du hast Kontakt zu denen, aber... Ich habe zu denen Kontakt Leute, und ich kann auch so viel sagen, nur die hatte Krebs. Oh, okay. Ja, Brustkrebs, zweimal. Und ist halt ziemlich schwer auch für ihn gewesen. Ja, er hatte sich erst anfangs nicht getraut und alles, weil er dachte, okay, das Projekt wird zunichte gemacht und alles. Der Miro hat ja immer so ein bisschen am Arsch und auf Feuer gemacht. Und lief ganz gut. Und er hat, das weiß ich noch, wo ich wirklich die beiden dann auch kennengelernt habe, da hat er bei 10 Euro Spende geweint, der Nordi. Da war fertig. Da war komplett fix und fertig. War der. Das ist richtig übel. Krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Da gibt es auch noch so viele weitere Stories und alles. Also es ist, die hängen sich da wirklich voll rein. Und die haben auch wirklich privat, sag ich jetzt mal, Kontakt mit Zander LP. mit Stefan, also Ranzreiter. Commander Krieger. Jetzt ist das gerade im Aufbau mit Unge. Ui. Da will Zander nachfragen wegen dieser Hilfe da und alles. Da wird Unge noch angeschrieben. Dann Tyrafin wird da noch angeschrieben. Also wirklich die Größten von den Größten. Das ist klar, richtig, dass man da ein bisschen was zusammenkriegen kann, ist auch definitiv sehr, sehr coole Aktion. Ja. Weil Krebs ist immer noch komischerweise eine Sache, die irgendwie nicht gelöst werden kann. Obwohl ich der Meinung bin, das wäre schon längst leichter heilbar. Aber naja, Chemotherapien bringen halt leider mehr Geld. Ja, das ist das da Problem. Ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien und sowas, aber da ist definitiv aus meiner Sicht eigentlich schon sehr offensichtlich, dass das Lobbyismus vom Feinsten ist. Ja, ist es auch. Und das finde ich einfach schade, dass man so viele Menschen an Krebs sterben lässt, nur weil andere Leute damit sich bereichern können. Ich finde das eine Frechheit. Ja. Und naja, ich finde es gut, dass man da auf jeden Fall der Krebshilfe ein bisschen was, weißt du, zur Erforschung und deswegen sowas. Haben die das eben, weil ich kenne kaum Deutsche irgendwie, die ja so Spendendinger machen. Das ist das. Zumindest keine Deutschen, die sich nicht doch irgendwie mindestens ein Dreiviertel davon selbst in die Tasche stecken. Ja, eben. Das ist das. Und deswegen machen die das auch. Das machen die mal regelmäßig und es läuft gut, sagen wir mal. Ja. Oh, nicht schlecht. Also was die da für Kontakte geknüpft haben, das ist... Wie kamst du an die beiden ran? Die GN-Gruppe in Skype. Ja, ach so, weiß, okay. Durch dieser, weil da es gibt da diese Community... Das komischerweise ja. Also ich bin der Meinung, dass die zumindest die kleinste TGN-Gruppe war eigentlich nur ein Gespamme von ihr guckt mal, like mal mein Video, gebt mir Kommentar. Ja, Video, es gibt auch viele Idioten da drin. Das ist, deswegen bin ich aus der kleinsten Gruppe auch raus. Ja, ich bin auch noch drin. Ja. Weil auch wirklich viele Flamer und viele Idioten dabei sind. Aber Tamiro hatte das damals mal geschrieben, ja, hier Leute, Krebsaktion, bla bla bla, Livestream, bla bla bla. Und dachte ich mir, gut, klickst du mal drauf, mal gucken, was das ist, ja. Fand ich sympathisch und alles so, hat die dann auch gespendet und alles. Und so hat es sich dann so langsam aufgebaut. Nicht halt. Schlecht. Also Leute, wenn ihr mal schon helfen wollt und trotzdem einen lustigen Abend mit Gamern verbringen möchtet, ab in die Livestreams. Ja, wie gesagt, bei mir in der Beschreibung ist das alles so ein bisschen verlinkt. Okay, dann gibst du mir mal die Links dazu und dann... Ich gebe dir die Links, dann, ja. Dann schmeiße ich die auch mal rein. Weil ist was Gutes, da kann man immer... Eben. Weißt du, und wenn es nur 1 Euro ist, 1 Euro hilft... Wenn es 100 Menschen machen, sind schon mal 100 dabei. Wenn es 1000 Menschen machen, haben wir schon mal 1000 Euro. Und wenn einer dabei ist, der 2 Euro spendet, sehr gerne. Ja. Ich habe auch schon zwei sehr geliebte Familienmitglieder an den Krebs verloren. Ich möchte auch nicht, dass weiter sowas passiert. Also von daher definitiv eine gute Sache. Nee, bei Krebs finde ich auch, ist es definitiv mal ein ernstes Thema. Ja. Wie gesagt, einfach mal reinklicken bei den beiden, anschreiben, persönlich mal erkunden, ist kein Problem. Ja, ja, ja. Gut, wir sind bei 19 Minuten. Und bei 9 Uhr, von daher können wir dann gleich wieder losgehen. Ja, so sieht es aus. Alles klar, Leute. Gut, hätten wir geklärt. Jo. Das Wort zum Sonntag. Krebshilfe. Krebshilfe, ein schönes Wort. Na, ja. Also, doch, die Hilfe ist aber schön. Ja, die Hilfe, ja gut, stimmt. Der Krebs nicht, aber die Hilfe. Ja, von dem her, gut. Man sieht sich. Aue!